So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom EKW-Blog und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir in Windows geheime Ordner anlegen können. Da bin ich nämlich auf ein Video gestoßen, wo das Ganze ziemlich reißerisch präsentiert worden ist, so nach dem Motto, so könnt ihr geheime Ordner, unsichtbare Ordner in Windows erstellen. Und das hat mich doch mal interessiert, wie das Ganze technisch funktioniert und darum geht es in diesem Video. Ja, geheime Ordner in Windows, ich habe hier mal so einen angelegt und man sieht jetzt hier, wenn ich jetzt hier mit der Maus über diesen Bereich hier navigiere, dann taucht hier etwas auf, genauso wie ich jetzt hier über diese Ordner, die sichtbaren Ordner hier navigiere mit der Maus, sehe ich hier, hier ist etwas. Und tatsächlich kann ich jetzt hier doppelklicken und es öffnet sich der Explorer mit dem geheimen Ordner. Ja, was steckt dahinter? Erstellen kann man sich so einen Ordner so. Wir machen Rechtsklick hier auf den Desktop oder wo auch immer ihr diesen Ordner erstellen wollt und neu Ordner anlegen. Ihr löscht den Namen raus und jetzt ist es ganz wichtig, ihr drückt Alt, Alt gedrückt halten und gebt 255 ein. Also Alt gedrückt haben, 255 und dann mit Enter bestätigen. Und man sieht jetzt schon, das erste, was wir haben, ist, da steht jetzt kein Name drin. Wir kommen dann gleich dazu, was denn da genau dahinter steckt, hinter dieser Tastenkombination. Und um den Ordner jetzt zu verstecken, mache ich Rechtsklick da drauf, gehe dann hier auf Eigenschaften, anpassen und wähle jetzt hier ein anderes Symbol. Und statt jetzt hier irgendein Symbol auszuwählen, wähle ich hier hinten eins von diesen transparenten Symbolen hier aus. Okay, dann übernehmen. Und wie man sieht, der Ordner ist jetzt zack, verschwunden, durchsichtig. Er ist allerdings noch da. Man sieht jetzt hier, hier ist er. Und ich kann da ganz normal mit Doppelklick drauf zugreifen. Ja, was steckt technisch dahinter? Im Prinzip zwei Dinge. Das erste ist das offensichtliche, das Icon. Klar, wenn ich ein transparentes Icon auswähle, dann wird das nicht dargestellt, dann erscheint das leer. Aber der leere Datei- bzw. Verzeichnisname, der wird dadurch erzeugt, dass ich mit der geheimen Tastenkombination einfach ein geschütztes Leerzeichen einfüge. Das ist einfach ein spezielles Leerzeichen, was auch in Textverarbeitung zum Einsatz kommt, dass an der Stelle, wo ich das einfüge, der Text, die Zeile nicht umgebrochen werden soll. Ein Anwendungsbeispiel wäre zum Beispiel solche Sachen jetzt hier wie St. Ulrich. Da füge ich dann zwischen diesen beiden Wörtern ein geschütztes Leerzeichen ein, was dann einfach heißt, diese Sachen bitte immer zusammenschreiben. HTML, Leute, die Webseiten machen mit HTML, die kennen das hier unter diesem und NBSP. Das ist einfach ein geschütztes Leerzeichen und das erzeuge ich dann eben mit der Tastenkombination Alt 255. Es gibt noch andere Tastenkombinationen, diese sogenannten Alt-Codes. Zum Beispiel kann ich jetzt hier damit Zeichen eingeben, die ich so auf der Tastatur vielleicht auch gar nicht finde, wie Alt und 0169. Und das fügt mir hier ein Copyright-Symbol ein. Und so kann ich im Prinzip über diese Codes, jeder Code ist eine Taste, ein spezielles Zeichen, kann ich da eben solche Sondersachen eingeben. Und Alt 255 ist eben das geschützte Leerzeichen. Ja, der geheime Ordner, der unsichtbare Ordner, so richtig geheim ist er natürlich am Ende nicht, weil ich kann jetzt hier auf den Desktop einfach hier zum Beispiel markieren und dann sehe ich, da wird irgendetwas ausgewählt. Das heißt, da ist dann irgendetwas. Das gleiche ist, wenn ich hier auf dem Desktop Steuerung A drücke, wird das dann ebenfalls markiert. Und auch im Explorer sieht man, da ist etwas. Es reicht so für den schnellen Blick, kann man da etwas auf dem Desktop oder woanders auch verbergen. Aber letztendlich, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, findet man das Ganze. Und das war es auch schon, was ich in dem Video zeigen wollte. Das steckt dahinter, hinter dem geheimen, versteckten Ordner in Windows. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EKW-Blog.